Hallo Kritzelpixel-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Art Academy Atelier. Neue Lektionen warten auf uns und ja, da werde ich mich dann wohl mal wieder mit Vince an die Arbeit machen. Einsteigerkurse, da waren wir ja hängen geblieben. Das mit der Tomate haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Jetzt geht's zu Lektion 1 Apfel. Tomate war quasi Einführungslektion. Okay, damit wir ein bisschen hier die Thematik kennengelernt. Jetzt Lektion 1 Apfel. Begib dich auf den ersten Abschnitt deiner Reise in die Welt der Kunst und lerne die grundlegenden Konzepte von Linien und Farbtönen. Na, das klingt doch vielversprechend. Wollen wir mal anfangen. Lektion 1 Apfel. Nein, der Vorgang. Schön. Ach, ich liebe die Musik und diese Stille, die das Spiel ausstrahlt. Es ist teilweise etwas gewöhnungsbedürftig, wenn zwischendrin keine Musik kommt, wenn man selber malt. Aber da kann man sich ja selber Musik anmachen. Und Vince, ich verzichte darauf, dich mit französischem Akzent zu sprechen, sonst bin ich am Ende vom Part wieder heiser. Hallöchen, ich spreche mit gedämpfter Stimme, da Bacon gerade kurz vor dem Einnicken ist. Ah, oh, sein Hühnchen Bacon. Der morgendliche Spaziergang durch die Felder hat ihm wohl ein klein wenig zugesetzt. Während er sich etwas ausruht, können wir uns aber der Kunst widmen. Bei der Wahl eines Motivs gibt es keine großen Geheimnisse. Ein wahrer Künstler kann in fast allem Schönheit entdecken. Wichtig ist, welche Aufmerksamkeit man seinem Motiv schenkt. Die Art, wie du denkst und fühlst, wird sich immer in deiner Kunst widerspiegeln. Lass es mich dir beweisen. Wir nehmen einfach einen der Äpfel vom Tresen dort und ich ordne ihn vor einem passenden Hintergrund an, damit wir gleich mit der Zeichnung beginnen können. Hervorragend. Aus dem Gegensatz des intakten runden Apfels und der abgeschnittenen Scheibe, die vor ihm liegt, ergibt sich eine schöne Spannung. Mit dem Stoff als Kulisse erhalten wir zudem einen schönen welligen Schlagschatten neben dem Apfel. Aber dazu später mehr. In Stufe 1 beginnen wir damit, die eigentliche Größe und Form des Apfels zu skizzieren. Durch das Zeichnen einiger einfacher Linien können wir uns auf Gesamtgröße und Form des Apfels konzentrieren und verlieren uns dabei nicht in den kleinen Details. Ja, ihr seht ja hier auch, dass die Vorskizzen richtig linienhaft gemacht wurden, also mit geraden Kanten. Auch Rundungen wurden mit geraden Kanten dargestellt. Genau das hatte ich ja mit euch schon mal besprochen. Dieses Skizzieren und Stricheln ist sehr wichtig bei Vorzeichnungen, damit man ein Gefühl für die Form bekommt. Also direkt als vor allen Dingen Anfänger aus dem Handgelenk eine perfekte Form zu zeichnen, das ist unmöglich. Lasst uns das Gitternetz verwenden, um unsere Skizze zu positionieren. Aktiviere es durch das Berühren der entsprechenden Schaltfläche. Ja, daran erinnere ich mich noch. Sehr gut, sehen wir uns jetzt mal die Proportionen unseres Motivs an. Proportion beschreibt die relative Größe von verschiedenen Teilen eines Bildes. Wenn wir uns unser Motiv ansehen, stellen wir fest, dass die abgeschnittene Scheibe fast bis zur Mitte des Apfels reicht und mit dem Stängel auf dem Apfel abschließt. Das ist auch genau das, was ich euch immer versucht habe zu beschreiben. Versucht, Abschnitte eines Körpers einzuteilen in Linien und guckt, wie die Abstände zueinander sind. Am höchsten Punkt reicht die Apfelscheibe sogar bis zur Mitte des Apfels. Wenn wir uns die Zeit nehmen, um zu Beginn die richtige Proportion einzuzeichnen, wird es später viel einfacher, dem Bild Details hinzuzufügen. Im Moment reicht es uns, die Gesamthöhe und Breite des Apfels und der Scheibe zu ermitteln. Lass uns zuerst die Spitze des roten Buntstifts auswählen. Gut, dann gehe ich jetzt hier bei mir auf dem Pad gerade mal auf Stifte. Nehme den roten Buntstift und die spitze Variante davon. Lehn dich ruhig einen Moment zurück und sieh mir zu. Jetzt werden wir wieder mit einer Vorzeichnung eingeführt dahin, wie er das Ganze machen würde. Wesentlich besser wahrscheinlich als wir. Genau, er skizziert sich erstmal die grobe Größe und die grobe Form des Apfels an. Das ist halt quasi so eine Art, ja, in einem Kasten. Richtig. Erstmal alles vereinfachen. Erstmal ganz schlicht und grob, ohne in richtige Details zu gehen, die Formen anskizzieren, die Größen anskizzieren, sich daran herantasten. Ganz einfach. Möglicherweise ist dir aufgefallen, dass ich lange Striche gemacht habe, um so weichere Linien zu erhalten. Vielleicht möchtest du diese Technik auch mal probieren. Aber unbedingt. Okay, jetzt bist du mit dem Skizzieren an der Reihe.
Okay. Problem hierbei ist, dass wir Tag haben und tagsüber spiegelt halt, sagen wir mal, der Bildschirm vom Gamepad doch sehr. Ich werde mal kurz nur zeigen, wenn ich die Webcam einschalte, dass man halt hiervon echt wenig sieht. Also das spiegelt so stark und die Farben sind so hell, dass das nicht sonderlich gut möglich ist, das abzufilmen. Ich werde jetzt quasi also die Vorskizze mal ganz in Ruhe gestalten hier, mit den Linien. Ihr könnt das Gleiche ja einfach mal selber ausprobieren. Schnappt euch euer Grafiktablett, schnappt euch einen Zettel, ein Blatt Papier, vielleicht Karo-Papier. Also Karo-Papier, das sollte man so zum Zeichnen nicht benutzen, aber zum Üben ist Karo-Papier ganz, ganz große Klasse. Ihr könnt euch auch selbst solches kariertes Papier machen. Ihr schnappt euch halt einfach ein Lineal und teilt das Ganze in Kästchen ein. Das könnt ihr auch machen mit einem ganz, ganz, ganz hellblauen, dünnen Stift, nicht stark aufdrücken. Wenn man das Ganze später einscannt, kann man die hellblaue Farbe beim Scannen quasi verschwinden lassen, weil das Blau sich gut ausfiltern lässt mit dem Weiß eines Blatt Papiers. So, also hier grenzt jetzt quasi das Apfelstück da an. Ich werde das jetzt auch versuchen, vorsichtig einfach anzuskizzieren von den Größenverhältnissen. Ich finde es schwierig, wenn man die Hand nicht gut auflegen kann beim Zeichnen, dass man immer so von oben drauf gehen muss, aber ich versuche halt jetzt auch schon. Ist die Spitze da unten? Das geht bis hier rüber, das Apfelstück. Also das Apfelstück geht ja quasi über drei Kästchen fast. Also fast nur. Ne? Ich skizziere das jetzt dementsprechend an. Weil ich es halt jetzt gerade nicht abfilmen kann, ich werde euch das gleich halt nochmal zeigen, empfehle ich halt einfach quasi selber mitzumachen. Ich gehe da jetzt schon ein bisschen mehr ins Detail, als ich sollte. Aber ich finde, von den Größenverhältnissen kann ich das durchaus schon stärker anskizzieren. Es ist gar nicht so schwierig, gar nicht so einfach, gar nicht so schwierig, gar nicht so einfach, hier richtig zu treffen. Okay, das ist ein Kästchen, zwei Kästchen, drei Kästchen. Im vierten Kästchen schließt sich der Apfel wieder. Geht hier ein bisschen drüber hinaus. Und endet quasi hier. So, jetzt versuche ich es mal abzuzeigen, wie das Ganze aussieht. Wo war das hier? Da konnte man TV-Bild machen. Ah, wunderbar, wunderbar. Halt, lass hier wieder ausblenden. Das ist jetzt. Nee, das ist das, was er gezeichnet hat. Ich will. Das ist das, was ich gezeichnet habe. Genau, das ist mein Bild. Oh, das ist doch. Guck mal, das ist gar nicht so schlecht. Das ist das, was ich jetzt gerade gemacht habe. Und ihr seht halt, wenn ich das jetzt hier versuche, mit der Webcam abzufilmen, man sieht nichts. Das ist einfach, die Webcam kann sich da nicht drauf einstellen. Das ist für die Webcam zu kompliziert. Ich kann versuchen, sie ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, davon zu überzeugen, dunkler zu werden. Moment. Damit ich es wenigstens ab und zu mal zeigen kann. Aber ihr müsst halt auch sagen, dementsprechend, wie euch das passt. Na komm. Na komm. Ah, sehr gut. Ja. Ah, super. Also, ne? Ich kann euch ab und zu mal vielleicht so ein bisschen das Bild dann davon zeigen, weil er das ganz gut runterpegelt. So. Ihr müsst mir einfach in die Kommentare schreiben, wie euch das lieber ist. Ob wir dann halt einfach im ab und zu mal TV-Bild ein- und ausblenden machen und ich euch immer zwischendrin dann mal zeige, wie ich das Ganze gezeichnet habe. Ich glaube, das ist ganz okay so. Da können wir jetzt weitergehen in der Lektion. Ja, ich möchte zum nächsten Schritt vorfahren. Nachdem die Hauptproportionen feststehen, setzen wir unsere Skizze fort, indem wir ein paar diagonale Linien skizzieren, um so die Striche zu verbinden und die Arbeit an der Form des Apfels abzuschließen. Das habe ich jetzt automatisch schon ein bisschen gemacht, weil das war zu einfach für mich. Vielmehr, also ich habe. Man kann manchmal gar nicht mehr die Grundschritte vollführen, wenn man schon gewohnt ist, die in der vollen Ausführung gleich anzuwenden. Ihr seht, einfache Striche verbinden und immer weiter skizzieren, um eine Form zu bilden. Genau das habe ich auch immer versucht, wieder in Kritzelpixel zu erklären. Hier ist das wunderbar und sehr, sehr ausführlich nochmal gezeigt. Gerade am Computer habt ihr viele Möglichkeiten, damit zu arbeiten, weil ihr ja ganze Sachen wieder perfekt weglöschen könnt, die euch stören. Wir verwenden für diesen Schritt weiterhin die Spitze des roten Buntstifts. Ich verwende bereits das richtige Werkzeug, bin ich gut. Lehn dich einfach zurück und sieh mir einen Moment zu. Schauen wir mal, wie Vince das macht. Na, er verbindet hier die Linien, um daraus eine komplexere Form zu machen.
auch vom Apfelstück. Ne, jetzt, ihr seht, da kommt jetzt schon so ein bisschen, ja, ein Gefühl für Proportion auf. Das ging ganz schnell, oder? Dann versuch dich jetzt mal daran. Du bist an der Reihe. Okay, ich habe das Ganze ja hier schon mal ein bisschen deutlicher gemacht. Da würde ich jetzt dann quasi einfach anfangen, noch mehr meine Linien miteinander zu verbinden. Ist halt nicht so einfach. Ich finde es schwierig oft, je nachdem, wie gut der Stift auch kalibriert ist, das zu treffen, was man treffen möchte. So, aber ich glaube, weil der... Ich drücke zwar mit der Stiftspitze an einer bestimmten Stelle auf, aber es taucht so ein paar Millimeter weiter daneben auf. Das ist nicht ganz so einfach. Ja, nichts verschritt. Gut gemacht. Wir haben nur die Proportion des Apfels und der Apfelscheibe. Aber jetzt wird es Zeit für die Konturen. Da wir mit dem Skizzieren der Proportion fertig sind, können wir das Gitternetz jetzt ausschalten. Na dann, tschüss Gitternetz. Vielen Dank. Vor uns sehen wir jetzt drei verschiedene Konturen. Die Kontur ist schlicht der Umriss eines Objekts. Mit diesem Begriff beschreiben wir die Form. Wie du siehst, kann selbst ein ganz einfacher Umriss sehr anschaulich sein. Hoffentlich kannst du diese drei Früchte allein anhand der Konturen benennen. Klar, das ist eine Banane, ein Apfel und eine Birne. Das kannst du mit Sicherheit. Ich hoffe, du lagst richtig. Wenn eine deiner Antworten Ananas war, dann würde ich mir eventuell Gedanken machen. Ah, schön. Zum Zeichnen der Kontur können wir weiterhin die Spitze des roten Buntstifts verwenden. Sieh mir dabei zu, wie ich zeichne. Genau, er verfeinert jetzt quasi seine Linien da auch. Entsprechend. Und ihr seht, er strichelt, das ist ganz wichtig, auch gerade wenn ihr mit einem Grafiktablett arbeitet. Aber stricheln, das ist A und O. Linien glatt durchziehen, nein, stricheln, ist vollkommen in Ordnung so. Sieht gleich schon mal viel besser aus, als das, was ich da gemacht habe. Schlimm. Boah, jetzt kriege ich Appetit auf einen Apfel. Versuche, deine Linien lang und locker zu ziehen und keine Angst, wenn sie dir nicht perfekt erscheinen. Wir können das später noch bereinigen. Also ich mag meinen Krüppelapfel. Ich finde, der ist sehr gelungen. Das ist das Originalbild. Ah, da ist mein Apfel an einer Stelle so ein bisschen zu lang geworden. Kann das sein? Stifte, Radiergummi, dickere Stiftspitze, bitte. Ist hier in der Stelle, obwohl ich mit dem Gitternetz versucht habe aufzupassen, ein bisschen zu lang geworden. Aber das ist ja nichts, was man nicht korrigieren kann. Sekunde. Wir nutzen jetzt die geniale Möglichkeit, hier TV-Bild und Co. wieder einzublenden. Und ich gehe das jetzt halt hier... Oh Gott, das ist schwierig mit dem Ding zu stricheln. Da ist, glaube ich, die Delle des Apfels. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mir fehlt halt jetzt das Vorlagenbild. Das könnte ich mir eventuell mal einfach auf dem Zweitbildschirm auf meinem Computer hinstellen, das Vorlagenbild, damit ich damit nicht dieses Problem habe. Ei, Karamba, da habe ich aber ganz schön eine Delle gemalt. Ja, ist schwierig, wenn man nicht genau die Vorlage da hat. Mein Apfelstück wird jetzt auf jeden Fall schon mal schön rund. Das hätten wir schon mal. Dann muss ich mir gleich mal wieder die Vorlage einblenden. Halt, Radiergummi. Und erstmal das da oben bereinigen, ja? Also jederzeit nacharbeiten und nachradieren ist ja sowieso nicht das Problem. Dazu ist der Radiergummi ja da. Dazu soll man das ja haben. Ich guck mal gerade, ob ich euch das Bild wieder abfilmen kann. Sekunde, ich muss gerade mal wieder meine Abfilmstellage aufbauen. Dazu habe ich immer so einen kleinen Kasten, wo meine Kamera draufkommt. Die kann ich dann da einfach drauflegen und dann dementsprechend
Einschalten? Ja, das geht ganz gut. So geht's ganz gut, damit ihr da ein Gefühl für bekommt. Weil sonst habe ich halt die Vorlage nicht auf dem Bildschirm, auf dem Hauptbildschirm. Und ich finde es gar nicht einfach hier. Da ist die Delle vom Apfel. Das müsste dann. Muss mir das gerade nochmal genauer angucken. Zwei. Mein Apfel ist ein bisschen kleiner, ne? Aber ich habe doch extra mit dem Linienwerkzeug aufgepasst. Moment, das muss man von hier, von der Seite. Ich bin Rechtshänder. Das muss man von der Seite abfilmen. So. Dann machen wir den Apfel da oben einfach noch ein bisschen größer. Ist doch kein Problem. Das könnte jetzt zumindest hinkommen. Das ist hier ein bisschen so mehr dahin. Der Apfel ist hier oben auch wesentlich breiter, als ich das in meiner Skizze berücksichtigt hatte. Es ist so gruselig, wenn keine Musik im Hintergrund ist. Das Einzige, was mich an dem Spielprogramm, Tutorial-Programmspiel, Zeichenlernspiel ein bisschen stört. Dass man halt dann da diese komplette Stille hat. Wahrscheinlich wollten sie auch so ein bisschen dieses dauerhafte, gleiche, nöhlende Geräusch damit quasi aushebeln. Dass man halt nicht immer im Loop hinten Musik hat. Aber wir kriegen ja gleich wieder Musik. So, Krüppel-Dings ist fertig. Ja, ich bin voll zufrieden damit. So, in Stufe 1 haben wir den Umriss des Apfels und der Apfelscheibe gezeichnet. Und ein Moped fährt dann im Haus vorbei. In Stufe 2 werden wir unserem Bild Schatten hinzufügen, um ihm etwas Form zu geben. Okay, cool. Bisher haben wir die Kontur des Apfels gezeichnet. Jetzt wird es Zeit, ihn auszumalen, damit der Eindruck erweckt wird, dass es sich um eine feste Form handelt. Bei diesem Schritt setzen wir die flache Seite des roten Buntstifts ein. Folge einfach meinen Vorgaben auf dem Gamepad, um sie auszuwählen. Ja, wir nehmen jetzt da Stifte. Ich nehme wieder den roten Stift und dann einfach die flache, dicke Seite davon. Gut, nachdem wir die Auswahl getroffen haben, wird es Zeit für die Schattierungen. Sie erzeugen einen Mittelton, der eine schöne Basis für den Rest unseres Bildes darstellt. Ah ja, klar, er geht jetzt erstmal quasi wieder den. Gott, wie dünn die Schattierungen sind, ob ich die auch so dünn hinkriege? Ich habe das Gefühl, ich werde da viel stärker aufdrücken. Da möchte ich mehrfach drüber fahren. Da, wo es dunkler ist, muss denn das auch dicker straffiert werden. Er folgt halt hier auch der Kontur des Apfels. Ihr habt ja gesehen, dass der Apfel quasi so gescheckte Linien hatte an der Seite. Und wenn wir halt vorsichtig der Kontur des Apfels damit formen, erzeugen wir halt, ja, also wir, wenn wir der folgen, erzeugen wir damit quasi halt auch schon mal so ein bisschen diese, ja, diese Nuance, diese Strichelung, die er selber hatte. Vielleicht erscheint dir das alles noch zu flach, aber keine Angst, wir fügen schon sehr bald hellere und dunklere Schatten hinzu. Versuch auf der rechten Seite des Apfels etwas stärker zu schattieren. Ja, da ist ja auch unsere Schattenseite, das sehen wir ja. Ich finde meinen Apfel schöner als sein. So, möchte ich auch mal erwähnt haben. Okay. Mache ich das jetzt hier ganz vorsichtig, damit es nicht zu dick wird. Folge dabei halt einfach auch der Kontur des Apfels, der runden Form. Damit erzeugt man halt auch schon mal so einen dreidimensionellen Effekt. Letzten Endes, es sind ja immer alles Sinnestäuschungen. Wenn man etwas malt und zeichnet, was dreidimensional aussieht, gaukelt man einfach nur durch spezielle Techniken dem Gehirn vor, dass eben etwas dreidimensional dargestellt ist. Es ist aber ziemlich gut gemacht, mit dem Programm, dass man da wirklich sehr viel mehrfach aufdrücken muss, damit eben es dunkler wird. Das ist sehr gut gemacht, das muss ich sagen. Also mit einem Gamepad sowas zu machen,
Na, hier, die Seite wird jetzt dunkler. Das hier ist ebenfalls eine dunklere Stelle. Dann haben wir hier noch so einen Schattenton, der sich da drüber gegeben hat. So, da oben ist es noch hell. Hier ist es aber auch schon ein bisschen dunkler. Versuche jetzt einfach mal drauf einzugehen. Das sieht man auf der Webcam sogar ganz gut. Bin ich begeistert, dass ich das doch noch hingekriegt habe. Vorhin hat die Webcam nämlich gesagt, nö. 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 Das ist ja noch recht schlicht gerade. Doch, finde ich gut. Ich finde auch, das Apfelstück sieht damit ziemlich gut aus. Doch, ist in Ordnung. Weiter. Ja. Sehr gut, damit haben wir dem Apfel Form gegeben. Wir sind aber noch nicht am Ende unserer Arbeit. Über viele Jahrhunderte haben Künstler komplexe Bilder mit komplizierten Details und satten Farben gemalt. Frühere Künstler waren Meister der Linienführung und der Form, haben aber weniger Wert auf realistische Darstellung von Raum und Tiefe gelegt. Das sieht man in diesem Bild deutlich. Erst im 15. Jahrhundert, zur Zeit der Renaissance, begannen Künstler wie Franck-Angélique damit, Perspektive in Bilder wie diesem hier darzustellen. Ja, aber das ist ganz schön flach noch. Und die Fluchtlinien sind nicht ganz korrekt und überhaupt. Aber es ist ein schönes Bild, natürlich. Ich will jetzt nicht meckern. Künstler wie Leonardo da Vinci haben in dieser Zeit Pioniersarbeit bezüglich der Eigenschaften von Licht und Schatten geleistet. Oh ja. Ohne dieses Wissen wäre es unmöglich gewesen, gewisse Meisterwerke zu erschaffen. Meisterwerke wie dieses. Nehmen wir uns ruhig die Zeit zusammen, Leonardos Mona Lisa zu bestaunen. Ja, man muss halt dazu sagen, dass man halt auch erstmal die Technik entwickeln musste. Wie kann ich diese Illusion erzeugen, dass etwas dreidimensional ist, dass etwas Tiefe hat, dass etwas ein weiches Licht, ein warmes Licht hat? Was muss ich einsetzen? Welche Techniken muss ich benutzen? Es ist eine Wissenschaft. Kunst ist nichts als ein Talent. Das hat nichts damit, dass man mit einem Talent zur Welt kommt. Manche Leute haben einfach ein besseres Empfinden, beziehungsweise ein besseres Gedächtnis, was Formen und Farben angeht, dass man sich das besser merken kann, wie das aussieht und das Gehirn das besser wiedergeben kann. Aber eigentlich ist alles reine Lernarbeit. Sieh dir das goldene Licht an, wie es sich auf ihren sanften Ausdruck legt und auf ihren verschränkten Händen zur Ruhe kommt. Es gibt eine Menge Theorien, die sich mit ihrem schüchternen Lächeln und der Art, wie ihr Blick den Betrachter zu locken scheint, beschäftigen. Für diese Merkmale hat Leonardo eine Technik verwendet, die man Sfumato nennt. Ist wahrscheinlich auch Französisch, aber ich kann es nicht aussprechen und der Begriff sagt mir nicht mal was. Er bezeichnete es als Malen ohne Linien und Ränder. Die Wirkung ihrer Merkmale wären massiv reduziert, würde es nicht die dunklen Bereiche geben, die ihr Gesicht, ihren Brustkorb und ihre Hände umgeben. Wenn das Licht unmittelbar auf ein Objekt trifft, erzeugt dies einen Schatten auf der Lichtquelle abgewandten Seite. Das nennt man Formschatten. Ein Schatten entsteht auch hinter oder unter dem Objekt an der Stelle, an der das Licht verdeckt wird. Das nennt man Schlagschatten. In diesem Schritt werden wir den Formschatten und den Schlagschatten hinzufügen. Falls du dir nicht sicher bist, an welcher Stelle der Schatten tatsächlich beginnt, kneif die Augen ein wenig zusammen, um den Blick etwas zu trüben. Oh ja, das ist ein ganz wichtiger Trick beim Zeichnen von Objekten. Wir sehen hier quasi Vorher-Nachher-Bild, wenn man die Augen zusammenkneift, sieht man doch schon recht deutlich, wo ganz dunkle Bereiche sind, weil das Gehirn dann nicht mehr differenzieren kann zwischen einzelnen Farbtonen und Partien. Eure Augen sind nicht mehr in der Lage, die richtigen Informationen ans Gehirn weiterzugeben. Sie sehen das Ganze unscharf und verschwommen und können halt nur noch ganz harte Unterschiede, wie wenn ich jetzt meine Brille abnehme. Also für mich reicht es immer, meine Brille abzunehmen. Man sieht dann halt nur noch die harten Unterschiede und ihr seht dann sehr deutlich, wo Licht und Schatten aufeinander trifft. Dies hilft dir dabei, die Form des Schattens zu bestimmen, um ihn anschließend leichter zeichnen zu können. Lass uns den 2B-Bleistift auswählen, um die Schattentöne hinzuzufügen. Ja, Bleistifter, ein 2B-Stift, schön weich. Sieh mal, wie ich Schritt für Schritt Kontrast hinzufüge und so die Schatten erzeuge. Er sieht so sauber aus, die Zeichnung. Meine sieht so matschig aus. Naja, mein Apfel ist halt schon etwas älter.
Ja, das da oben nicht vergessen, den Stiel noch etwas anschattieren. Den Apfel, genau die Apfelseite dort, wo das Apfelstück auf den Apfel trifft, haben wir ja quasi einen leichten Schlagschatten, ne? Weil das Apfelstück trifft ja auf den Apfel. Und dann hat das Apfelstück selber einen Formschatten. Und fertig, ich habe eine Technik angewandt, die man Ausmalen nennt, um so Form und Schlagschatten in einem Arbeitsschritt zu erzeugen. Versuch es doch auch mal. Na, das kann ja was werden. Du bist eine Reihe. Na, groß Dank auch. Okay. Also, hier unten haben wir diesen Schatten. Der hier sich auf diesem gewellten, doch sehr gewellten Boden wieder befindet. Das ist natürlich interessant. Das gibt natürlich einen interessanten Schatten, wenn der Boden so gewellt ist. Also, wie soll ich sagen, interessanten Schatten halt, weil der Schatten, ihr seht, er verfängt sich halt da auch nochmal in der Delle. Dementsprechend sieht er halt einfach etwas anders aus. Das habe ich ein bisschen drüber gemalt. Muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, dass ich hier auch richtig ziele. Aber ich glaube, das geht so ganz gut. Erstmal mache ich das noch hier drüben. Stehen noch weiter anskizzieren hier rüber und dann fängt ja hier quasi der Schatten an. Ist gar nicht so einfach, weil das ja so ein doch sehr harter Grauton ist. Der sich aber Gott sei Dank nicht intensiviert, sodass ich da ganz entspannt und ruhig ausmalen kann, wie er so schön gesagt hat. Sah bei ihm irgendwie besser aus. Das ist zu weit vorne. Ich gleich mal kurz meinen Radiergummi zücken. Darf ich? Danke. Das ist aber ein krasser Radiergummi. Dann nehmen wir wieder den hier und ich gehe vorsichtig nochmal zur Werke. Jetzt sieht's komisch aus. Wo war der 2B-Stift da? Ich habe das Gefühl, da bin ich nicht sonderlich gut drin. Wo habe ich hier diesen komischen Verwischstift? Ja, das ist ein Blendstift. Das macht es auch nicht viel besser, ha? Huh? Rückgängig. Das macht es auch nicht viel besser. Ich bin kein großer Freund von diesem Bleistift, gerade muss ich sagen. Der begeistert mich nicht wirklich. Weil er so hart ist und deswegen mir kaum eine Möglichkeit lässt, hier richtig zu changieren. Ich nutze jetzt die Gelegenheit, das einfach nochmal komplett wegzumachen. Da können wir auch gleich mal testen, inwieweit man das, inwieweit man Fehler hier wieder beheben kann. Sieht aber ganz gut aus bis jetzt. Das Gefühl, ich habe das hier einfach noch nicht dunkel auch gemacht. Dunkel genug gemacht. Also hier, das ist dann auch noch fast zu hell. Weil das sah ja bei ihm irgendwie vom Apfel her so ein bisschen ich weiß auch nicht, krass aus. So, komm wieder her. So. Bin damit jetzt nicht sonderlich glücklich. Ist aber auch... Der ist doch viel weicher, der Bleistift. Gott. Ich schon meinen Dellenappel, ne? Schlimm, schlimm. Jetzt habe ich den Apfel doch wieder zu fett gemacht. Ich wusste doch, dass ich ihn wieder zu fett gemacht habe. Sieht aber gut aus, dass er so fett ist. Muss ich sagen. Also könnte mal ruhig ein bisschen fetter werden. Dann wäre es ein sehr hübscher Apfel. Wo habe ich denn? Da. Guck mal hier. Bisschen die Kontur noch nachzeichnen. Hier auch. Na gut, wir müssen jetzt mit dem fetten, hässlichen Apfel leben. Das ist jetzt so passiert. Ja, ich möchte zum nächsten Schritt fortfahren. Gute Arbeit! Du hast ja keine Ahnung, was ich gerade getan habe. In Stufe 2 haben wir die Mittel- und Schattentöne mithilfe der Ausmaltechnik erzeugt. Ja, so kann man das auch nennen. In Stufe 3 geben wir der ganzen Sache etwas Feinschliff, damit unser Bild noch lebendiger wirkt.
Ja, schraffieren. Bei der Arbeit an einem Bild verwende ich oft den Knetgummiradierer, um im Laufe der Arbeitsprozesse viele kleine Anpassungen vorzunehmen. Oh ja, das Ding ist sehr, sehr hilfreich. Wähle ihn jetzt bitte aus. Oh ja, darf ich bitte so ein bisschen Knetgummi radieren? Mh, herrlich. Der Knetgummiradierer entfernt Stellen sanfter als andere Radierer. Das macht ihn daher zu einem perfekten Werkzeug, um unser Bild zu verfeinern. Ich zeig dir mal, wie ich das meine. Ja, jetzt werden hier Linien sauber und sorgfältig wegradiert. Ich wünschte, mein Gamepad wäre so groß wie dieser Bildschirm. Dann könnte ich auch so sauber arbeiten wie er. Nimm dir Zeit und versuch es auch mal. Oh Gott, das wäre doch wieder eine Katastrophe mit meinem komischen Dellenappel. Na gut. Dann radieren wir jetzt hier so ein bisschen überflüssige Linien weg. Hier zum Beispiel. Vorsichtig, langsam. Da ebenfalls. Ja gut, das ist jetzt hier an der Ecke gerade ein bisschen schwierig. Ich kiel die Ecke mal komplett und male sie einfach wieder mit dem Lidstift nach. Hier. Ja, blinkt mich nicht an, dass ich das benutzen soll. Echt schwierig ist zu treffen. Also das Ding macht nicht das, was man will, dass es machen soll. Das ist wirklich schwierig zu treffen mit. Ein bisschen mehr die Rundung einzeichnen. Der Apfel da unten hat sich irgendwie auch von seiner Linie her verabschiedet. Kann das sein? Kann ich einfach noch mal ein bisschen härter mit aufdrücken. Damit auch der Unterschied deutlicher wird. Ja, it's something. Jetzt sind wir bereit, unserem Bild einige Details hinzuzufügen. Details sind ein wichtiger Bestandteil jedes Bildes. Sie sind auch ein beliebtes Mittel für Künstler, einem Bild eine persönliche Note zu geben. Manche Künstler entscheiden sich dafür, realistische Details hinzuzufügen, während andere sich wiederum damit zufrieden geben, eher einen Gesamteindruck ihres Motivs zu erzeugen. Ich habe mal gerne eine Mischung aus beidem. Immer ein Teil des Bildes, das ich male, soll ein Detail-Eyecatcher erhalten und der Rest darf halt mehr so eine Gesamtwirkung. Es ist halt ein Blickfang und der Rest drumherum soll einfach zum Blickfang hinzuwirken. Das ist mein persönlicher Kunststil. Bei diesem Thema gibt es keinen richtigen oder falschen Weg. Jeder Künstler wird mit seiner gewählten Lösung glücklich. Lass dich von allem, was deine Sinne wahrnehmen, inspirieren. Das wird dir dabei helfen, dein Motiv auf ganz individuelle Weise zu interpretieren. Denk dran, du lernst am besten, wie du einem Bild eine persönliche Note geben kannst, indem du verschiedene Techniken ausprobierst. Eine dieser Techniken ist das Schraffieren. Dieser Begriff beschreibt das Schattieren eines Bereichs mit Hilfe kurzer, wiederholter Striche. Das stelle ich mir am Gamepad sehr schwierig vor. Man nutzt diese Technik, um innerhalb kurzer Zeit Ton hinzuzufügen, diesen Bereich dunkler zu gestalten oder um die Kontur eines Objekts besser zu beschreiben. Wenn du Linienabstand und Dicke änderst, kannst du eine Vielzahl von Tönen erzeugen. Linien mit kurzem Abstand erzeugen einen dunkleren Ton, während Linien mit größerem Abstand eher heller wirken. Lass uns die Spitze eines 4B-Bleistifts verwenden, um mit der Technik des Schraffierens etwas zu experimentieren. Ach, das geht nicht gut. Na gut. Sieh mal, wie ich die Schatten straffiere und nach die Stärke der Linie aufbaue. Ja gut, jetzt nochmal an den Seiten der einzelnen Schlagschatten nochmal ein bisschen nachgehen.
Ist ja jetzt nicht sonderlich kompliziert. Ah, okay. Das macht er dann auch nochmal dementsprechend so. Vielleicht kann ich mein Bild damit auch noch retten. Meinen Hieslon-Apfel. Ich meinte meinen wunderschönen Apfel, den ich mit viel Liebe und Mühe gemalt. Das wird doch bei mir nie so aussehen. Ich und das Gamepad, wir stehen doch auf Kriegsfuß. Wie sauber das einfach aussieht. Und dann kommt mein Apfel und ich denke mir jetzt was. Ich habe eigentlich nur ein paar Kleinigkeiten am strategisch wichtigen Stellen verändert, aber das hat ihnen bereits Gewicht verliehen und sie damit auffälliger gemacht. Oh ja, wie war, sieht super aus. Aber genug von mir, versuch du dich jetzt mal mit dem Straffieren. Oh, Jemini, das kannst du ja nicht. Oh Gott. Das Gamepad ist so winzig. Okay, fügen wir dem auch erstmal einen Schlagschatten zu. Auch hier, dieser Bereich, bis der aufeinander trifft. Der Stiel da wird sowieso noch mal was ganz Tolles. Wieso sehen seine Striche so gut aus und meine sehen so... Naja. Gucken wir einfach mal, dass ich es irgendwie ein bisschen hinkriege. Dass ich auch keine Musik kriege, ist auch schon wieder so ein, ich glaube, Absicht von dem Spiel einfach. Ich muss mir gerade noch mal angucken. Tja, das ist der Apfel. Genau, da geht dann da oben die Schattierung vorbei. Wo ist jetzt wieder mein Bild? Hier ist wieder mein Bild. Okay, dann kann es jetzt ein bisschen dauern. So. Bisschen kreuz und quer. Ich mache das jetzt halt auch kreuz und quer von den Linien. Damit ich die auch weich auslaufen lassen kann. Und hier machen wir sie mal dunkler am Rand. Da. Auch das, wo sie hier aufeinandertreffen. Und damit können wir auch nochmal die Form des Apfels unterstützen. Die runde Form. Die Linien, die der Apfel ja auch nochmal von sich aus bildet. Gar nicht so einfach. Ja gut, ich habe mir Mühe gegeben. Das war ja, das ist ja auch, soll ja auch, ist ja wichtig, dass man sich Mühe gegeben hat. Ob dann später Professor Eich sagt, dass das wunderbar ist oder nicht, sei dann nochmal dahingestellt. Ich mache hier noch ein paar schräge Linien rein. Das persönlich vom Straffieren eigentlich dann damit ein bisschen besser finde und es dem mehr Charakter verleiht. Und wir das auch nochmal ein bisschen dunklere Stellen mit erzeugen können. Ja, ich habe es ein bisschen übertrieben, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich finde, der ist trotzdem auf seine Art und Weise individuell und schön, der Apfel, ja? Also... Oh, keine Vergleiche ziehen hier. Und zum Schluss fügen wir unserem Bild als grünes Highlight noch ein paar Glanzlichter hinzu. Yay. Wir haben die Arbeit an unserem Bild mit den Proportionen begonnen, gefolgt von der Kontur und der Form unseres Objekts. Diese graduelle Herangehensweise hilft uns dabei, alle Töne des Bildes zu erkennen, ohne uns dabei auf die hellsten Bereiche konzentrieren zu müssen. Der Bereich, der unsere Lichtquelle am nächsten liegt, ist doch immer der hellste. Wir bezeichnen das als Glanzlicht. Es hilft uns dabei, die Richtung zu identifizieren, aus der das Licht kommt. Sehr richtig dargestellt. Der weiße Stift eignet sich perfekt für unsere Glanzlichter. Seine Helligkeit wird dem Betrachter förmlich ins Auge springen. So ein weißer Stift tut aber weh im Auge. Lass uns die flache Seite des weißen Stifts verwenden. Okay, flache Seite, weißer Stift, alles klar. Und jetzt lege ich vorsichtig die weißen Glanzlichter an. Also ich würde dem Apfel ein bisschen was geben und, also dem Apfelstück, genau, und dem Apfel an sich. Nicht übertreiben, Vince, nicht übertreiben.
Genau, und jetzt da oben an dieser Stelle. Das sieht gar nicht mal so schwer aus. Magisch, nicht wahr? Wenn wir auf farbigem Papier zeichnen, können wir in kürzester Zeit eine ganze Reihe verschiedener Töne erzeugen. Allerdings bin ich der Meinung, dass beim Thema Glanzlichter weniger manchmal mehr ist, also lass es uns nicht übertreiben. Es wird Zeit, dass du deinem Werk den letzten Schliff verpasst. Oh Gott, das ist der letzte Schliff. Das rettet dich auch nicht mehr, Apfel. So, ein bisschen Glanzlicht aufs Apfelstück. Und dann war das hier irgendwo da oben. Na? Ob das was wird? Naja, ich meine, es ist ein Glanzlicht. Und von weiter weg betrachtet sieht das alles gar nicht mal so schlimm aus. Ich gucke mal gerade, ob ich nicht eventuell dem hier so ein bisschen hier noch was von dem da retten kann, weil das einfach zu krass war. Ich halt einfach so ein bisschen übertrieben. Also ich meine, ich übertreibe es ja immer ein bisschen, aber ja, das sieht schon mal harmonischer aus. Das gefällt mir. Das ist okay. Damit kann ich arbeiten. Man kann halt auch, indem man zum Beispiel einen Bereich wegradiert, wieder einen ähnlichen Effekt erzeugen. Dass da oben halt Glanzlichter sind. So, wir haben jetzt den weißen Stift da. Shiny! Woo! Shiny! Woo! Wieso ist da noch so viel Grau? Ach so, weil sich da das mit dem vermischt hat. Sekunde. Ich muss da gerade mal ein bisschen Bleistift unten drunter eliminieren. Jawohl, dann können wir jetzt da nochmal Weiß draufpacken. Na? Ich habe das Gefühl, es passiert gar nichts, wenn ich da aufdrücke. Ist der so dünn und hell, der Stift? Was ist eigentlich das da? Das ist ein Verwischstift, ne? Damit kann man das Glanzlicht dann auch nochmal so ein bisschen. Ich mag Verwischstifte. Damit kann man dem Apfel eine weiche Kontur verleihen. Ja, doch, das ist, man kann mit viel Fantasie, ist das schön. Jetzt hier nochmal so ein bisschen Apfelrot drüber, damit das so, doch, ja, doch, ist völlig, ist okay, ist akzeptiert, ist, dein Apfel ist schöner, ist mir vollkommen klar, das ist, mir Vince wieder die Tage lang unter die Nase reiben. Ja, ich hätte es dann fertig, glaube ich. Da möchte man am liebsten gleich reinbeißen. Naja, ich weiß ja nicht. Ich hoffe, du hattest Spaß, Zeichenstifte zu verwenden und etwas über Licht und Form zu lernen. Das werde ich auf dem Papier nochmal nachholen, das ist definitiv einfacher da. Sollen wir uns nochmal ansehen, wie wir unser Bild erstellt haben? Oh ja, bitte, ich kann es kaum abwarten. Hoffentlich zeigst du nur dein Bild. Wir haben mit einer einfachen Skizze der Proportionen und Konturen begonnen. Dann haben wir Mitteltöne und Schatten hinzugefügt. Am Ende haben wir einige Schraffurarbeiten durchgeführt und ein paar Glanzlichter hinzugefügt. Ja. Oh mein Gott, ist das toll! Die Natur war schon immer ein Lieblingsmotiv vieler Künstler. Alles von alltäglich bis hin zu majestätisch kann als Inspirationsquelle für großartige Kunst dienen. In den folgenden Lektionen lernen wir weiter von der Natur und verwenden dabei eine Reihe wichtiger Werkzeuge. Bis bald! Ich habe einen Krüppelapfel gemalt!
Ja, so schlecht sieht ja gar nicht aus. Oh, dann gibt's Lektion 2, Lilien und Mini-Lektion Bäume. Cool. Neue Inhalte. Möchtest du jetzt dein Bild ins Miiverse posten? Oh ja. Stichwort Stillleben posten. Also ein ganz klein, sieht das sogar gut aus. So, jetzt einen Krüppelapfel schreiben. Wartet, da. Hier. Wo ist denn hier ein Ü mal? Da ist ein Ü. Krüppelapfel. Yay! Absenden. Voll gut. Ja, das sehe ich jetzt, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Übung habe mit dem Programm, dann irgendwann werde ich das vielleicht mal, ich glaube ja nicht, das ist, wird nie passieren, in die Mappe speichern. Da kommt das rein. Ich finde ja meine Tomate immer noch richtig toll. So, ich hoffe, die Lektion hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was daraus lernen und meine Kommentare ergänzend zu Vince haben euch einiges gebracht. Das ist jetzt quasi alles, was wir in der Kritzelpixel-Episode schon hinter uns gebracht hatten. Aber ja, was soll ich sagen? Das Ganze nochmal zu vertiefen. Und es ist wirklich toll. Es erklärt hier wirklich alle Basics zum Malen und Zeichnen. Besser geht's gar nicht, ja? Also um das Ganze zu lernen und zu verstehen, ich kann wirklich Art Academy Atelier für die Wii U nur empfehlen. Das muss ja auch nicht wunderschön und toll aussehen. Wichtig ist nur, dass ihr versteht, warum diese Schritte so vorgenommen worden sind. Weil wenn man die übt, ja, wenn man die übt, wird man immer besser und immer besser. Und das Hühnchen, das ist so niedlich. Okay, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Art Academy Atelier in einer neuen Folge Kritzelpixel. Es gibt auch bald mal wieder ein Speedpainting. Ich habe da einige vorbereitet. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Bye.